Tauche ein in eine verlorene Welt, in der die Nephilim, vorsintflutliche Riesen, Anunnaki und gefallene Engel das Schicksal der Menschheit in ihren gewaltigen Pranken hielten. Mein neuestes Buch, Riesen, sie haben existiert, verbotene Nephilim-Beweise, die der Mainstream vertuscht, ist eine faszinierende Reise zu unterdrückten Beweisen und tabuisierter Geschichte, die von den schier unfassbaren Gräbern auf der ganzen Welt bis zu den Riesenskeletten der Anunnaki im Sand der Wüste Saudi-Arabiens reicht. Warum verschweigt man die ganze Wahrheit? Welche Geheimnisse und Verschwörungen zensiert und verbirgt die Wissenschaft? Gehe der Frage auf die Spur, ob Riesen vielleicht aus Paralleluniversen stammen könnten oder ob Riesen die Klonversuche von Anunnaki-Göttern waren. Sind unglaubliche Überreste einer gigantischen Ruinenstadt im Pazifik der Beweis für eine verlorene Riesenzivilisation? Und warum erzählt man uns nichts von den Platinsärgen, die am Grund des Pazifiks gefunden wurden? Gab es Geoengineering im Altertum? Und was hat es mit den unterirdischen Zivilisationen und einer Kristallstadt in Nordamerika auf sich? Entdecke die Enthüllungen über rätselhafte Überreste von wahren Kolossen und unfassbaren Giganten, die es überall auf der Welt gibt, und tauche ein in die Rätsel und Verschwörungen, die die Mainstream-Wissenschaft versteckt. Von Gilgamesch bis Goliath, vom biblischen Riesen bis zu den wahren Erbauern der Pyramiden, das Buch erkundet die ganze schockierende Wahrheit über die verlorene Geschichte der Nephilim. Dieses Werk wirft ein neues Licht auf den wahren Ursprung der Menschheit, weit entfernt von der akzeptierten Lehrmeinung, und stellt die brisante Frage, ob Riesenzivilisationen wie Mu und Atlantis mehr als nur Mythos sind. Das Buch beleuchtet die zahlreichen Stücke dieses uralten Puzzles und stellt sie in einen Kontext, der so provokativ wie aufschlussreich ist. Du wirst in eine Welt eingeführt, die die Archäologie, gefangen in ihren eigenen starren Paradigmen, immer ignoriert hat. Lese spannende Überlieferungen von Riesenvölkern und ihren beeindruckenden Bauwerken, die heute noch Zeugnis von ihrer unfassbaren Existenz ablegen. Die gefallenen Engel und die Söhne der Anunnaki von Nibiru bilden ein Mosaik, das dich fesseln wird und dich dazu bringt, die wirkliche Vergangenheit unseres Planeten in Frage zu stellen. Dieses Buch legt unterdrückte Beweise und mysteriöse Legenden offen, die die politisierten Wissenschaftsinstitutionen zu verbergen suchen. Wer waren die Anunnaki Nibirus wirklich und welche Rolle spielten sie im wahren Ursprung der Menschheit? Gibt es tatsächlich Beweise für die Existenz einer sagenhaften Riesenzivilisation? Und was hat es mit den unheimlichen Gräbern und Statuen in Sardinien auf sich? Dieses Buch ist ein absolutes Muss für alle, die den Rätseln der Menschheitsgeschichte auf den Grund gehen wollen. In diesem Sinne verbleibe ich wie immer mit den Worten: Merkwürdig, aber so steht es geschrieben.